Leute, heute mal zu einem Vlog, ja, zu meinem ersten. Und ja, hier ist meine Motorsense. Das ist eine, weiß gar nicht, hier eine Champion oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Hiermit habe ich gerade hier unten gemäht. Hier. Und ich zeige euch gleich nochmal meine Kartoffeln von unten lassen. Okay, bis gleich. Also hier ist jetzt, hier habe ich es gemäht. Ist nicht so viel drauf gewesen. Ist ungefähr, wenn man so guckt, ja, sehe ich so hoch nur. Ach, noch nicht mal so hoch. Ups, gerade weggerutscht. Hier ist nämlich der Weg nicht so toll. Und hier kommen wir zu meinem Spitzko. Ist leider ein bisschen angefressen hier. Sieht man, hier kommt Salat. Und hier kommt Unkraut. Und hier ist meine erste Kartoffel. Ja, hier habe ich gerade auch gemäht. Deswegen liegt hier der ganze Dreck noch drauf. Hier. Alles jetzt gerade nicht, das ist eine Pflanze, ist hier. Ja, und hier, guck gleich noch so eine Wurzel drauf. Hier sind meine zwei Dämme. Ja, jetzt fängt es gerade an zu regnen. Aber ich filme noch mal kurz für euch weiter. Ich zeige euch jetzt mal meinen anderen Kartoffelacker. Bis gleich. Hier gehen, können wir noch mal hier am Hang lang gehen. Und so. Ups, ups. Hier ist es leider sehr rutschig. Hier ist meine Treppe, die leider ein bisschen abgerutscht ist. Da oben an der Aufschüttung. Oh, hier hat sich mein Band verabschiedet. Hier ist mein anderes Kartoffelstück und hier mein Silo. Suche da oben so ein bisschen meine Müllecke, mein Komposter, mein Mistplatz und dahinter, ja. Ich zeige euch jetzt nochmal oben meinen dritten Acker. Ah, hier kommen die Kartoffeln zwar ein bisschen neben dem Damm, aber sie kommen schon gut. Hier liegt mir auch mal wieder ganz viel Grünzeug, weil ich hier eben, wie gesagt, gesenzt habe. Bis gleich. Hier übrigens nochmal das Ganze von. Hier übrigens nochmal das Ganze von oben. Hier. So, und hier ist meine Mistplatte. Und ach ja, hier ist noch meine. Hier auch gut. Und hier ist mein professionelles Tor. Und hier kommen wir dann. Hier ist noch eine Waldmistplatte, ein bisschen Unkraut. Da unten versuche ich Rhabarber zu züchten. Und wenn ihr Tipps für Rhabarberzucht habt, oder wie ich den nochmal aufpäppel, weil es hat eben jetzt ab mir ist immer noch nur dieses Wurzelstück von der Nachbarin, wurde mir jetzt empfohlen, dass ich so mache. Wenn ich hier ungefähr bis hierhin habe ich Zwiebeln und da habe ich noch zwei Kartoffeln eingesetzt. So, ich kann euch nochmal mein Rasenmäher zeigen. Hier steht mein guter Rasenmäher. Ein Sabo ist das mit einem Honda-Motor mit, ich glaube, 4,5 PS müssten das sein, weiß ich nicht genau. Hier könnt ihr euch nochmal durchlesen. Hier ist mein Häufischer und so. Ja, hier ist meine Walze. Ich zeige euch jetzt auch nochmal mein Go-Kart. Ist ein bisschen abgedeckt, aber ja, ich zeige es einmal. Bis gleich. Ja, ich weiß, ich habe mich hier ein bisschen rumgeschmiert, aber... So, hier nur Farmers and Food. Hier ist gerade eine Planrohre, die ich eigentlich hier rüber habe. Hier ist dann Frontscheibe und da liegt ein Schraubenzieher. Hier sieht man den Go-Kart. Fängt gerade ganz schön doll an. Zum Glück bin ich fertig mit mir. Nochmal schnell die Sense wegpacken. Ja. Und ciao. Ja, und dann bis demnächst. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was reinschneide oder so, weil ich muss da noch ein paar Aufgaben erledigen. Ciao. Und hier sind nochmal meine Karotten. Hier ist ein bisschen ein paar Blätter drin und so. Ja, und jetzt muss ich mir aber nochmal reinbegeben, weil es sind ganz schön anzuschütten. Hier. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber ja, ciao.
Moin Leute, jetzt hier mähe ich noch einmal bei uns im Vorgarten den Rasen. Und jetzt können wir, ja, da kann ich einmal zusammen anschmeißen. Hier den Hebel umgelegt, den halte ich euch einmal. Perfekt, Joke rein und dann... Und jetzt! Ich mähe jetzt hier noch einmal kurz fertig und dann melde ich mich nochmal wieder. So, jetzt habe ich hier fertig gemäht. Hier, das ist nur ein Rasenmäher halt eben hier nochmal so. Hier jetzt, um wieder zu sortieren und wegzustellen. Warte mal, geht's wieder einhändig. Stelle ich ihn hier auf 50 hoch, drehe den Splittern zu und nehme mir auch einen Schieben weg. Ja. Dann erstmal ciao. Ich weiß nicht, ob ich noch was filme oder sowas. Die Tage oder sowas. Ich weiß noch nicht, wann ich den Vlog hochlade. Aber falls, dann jetzt erstmal ciao.